Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Moin. Mein Schick und ich sind gerade unterwegs in der Stadt und haben hier gerade einen Alnatura-Laden entdeckt. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich würde sagen, wir gehen da mal rein und gucken, was sie überhaupt so haben. Leute, der Laden ist riesig. Riesig. Und wir haben hier alles. Auch Brotaufstriche jetzt hier. Hokkaido sogar Aufstrich. Das ist auch super lecker hier. Der hier. Hier ist einmal Wochenangebot. Guck mal, wir haben hier einmal Granatäpfel für 3 Euro. Finde ich schon relativ vom Preis her teuer. Und ich würde sagen, in den Gurken mit 1,49. So, hier sind auch noch mal ein paar Tomaten. 7,90 solche großen, die gibt es im Russenladen zum Beispiel auch. Und was haben wir hier noch? Feldsalat. Demeter. Sieht auch ganz gut aus. Die haben sogar die Zwergenwiese mit dabei hier. Die sind auch ganz gut. Die haben auch leckere Marmeladen zum Beispiel, aber auch Aufstriche jetzt hier. Wie süß ist das bitte? Hier sind Mini-Kuchen mit Zitrone für 1,29 und Dönertaschen haben die auch, Pita-Taschen. Also die Preise sind in Ordnung, finde ich ehrlich gesagt. Finde ich jetzt nicht übertrieben hoch oder sowas. Im Laden normal kostet auch alles relativ so um den Dreh. Gibt es hier so ein Knäckebrot, guck mal, Haselnuss und Zwiebel, Kastanie, glutenfrei, alles. Tomate, Paprika, Hafer, das sieht geil aus, Buchweizen. Und ich hatte hier noch gesehen, sowas hier, kenne ich gar nicht. Schüttelbrot, kennt ihr das? Dann gibt es Weißtannenhonig für 12,99, relativ teuer. Und, warte mal, Wildlavendelhonig für 8,59. Die haben sogar Edelkastanienhonig für 5,99. Also Leute, so eine Riesenauswahl an Honigen habe ich gar nicht gesehen. Ich probiere mal diese Spülmaschinen-Tabs mal aus, wie das so ist. Die kosten jetzt die 5,29 eine Packung. Mal gucken. Ohne Duft, wie das so ist. Es gibt auch unheimlich viel, guck mal, Waschmittel. Sogar solche Fläschchen. Wäschespüler und so weiter. Das ist ja eine Riesenauswahl eigentlich an dem Ganzen. Ne? Da unten auch ganz viel Waschmittel. Dann gibt es ein Waschmittel aus Waschnuss. 5,99. Ich glaube, das nehme ich mal mit zum Ausprobieren. Mal gucken, wie das so ist. Dann sehe ich gerade hier Backpapier, guck mal, für 4,99. Hier steht, ich will lesen, was da alles nicht drin ist. Ohne Lackierung, ohne Imprägnierung, silikonfrei, erdölfrei, aber was mit diesem PFAS, den ich letztes Mal schon erwähnt habe. Mitnehmen? Ich glaube, ich nehme mit. Einmal ausprobieren. Dann haben die hier auch ganz viel Kosmetik von verschiedenen Herstellern. Guck mal, sieht auch ganz hübsch aus, so eine Palette. Oder diese. Was habe ich denn noch gesehen? Also hier sind noch mehr verschiedene Artikel. Das sieht auch hübsch aus. Das sieht hübsch aus, die Palette hier. Dann habe ich diese Maiswaffeln entdeckt mit Rosmarin. Guck mal, bin gespannt, wie das schmeckt. Und Kichererbsenwaffeln habe ich nochmal mitgenommen, eine Packung. Die haben so ziemlich vieles, ne? Maiswaffeln Vollkorn. Gibt es auch noch. Hier sehe ich gerade Hefeflocken. Die isst man auch irgendwie einfach nur so. Habt ihr das schon mal probiert? Also, ich kenne das gar nicht. Was machen Sie denn hier? Ich habe ein bisschen schon was eingekauft. Hier gibt es Pizza. Sieht auch sehr lecker aus. Sehr lecker, 6,99 Euro, Pizza oder 4,49. Ja, Knochenbrühe hatten das besonders gut für? Für irgendwas, stimmt. Hast du mir aufgeschrieben, kannte ich gar nicht. Ja, vergessen. Ja, okay. Für was waren das noch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es die hier zu kaufen für 6,99. Es gibt auch hier, guck mal, Huhn. Und dann macht man hier einmal auf und dann... Ich denke mal, man kocht damit, irgendwie Suppe oder so. Das ist flüssig, das ist nicht dick irgendwie, das ist kein Konzentrat, ne? Kannst du dazugeben vielleicht? Ich kenne das überhaupt gar nicht. Also es gibt auch hier teilweise, guck mal, Knochenbrühe vom Huhn, Rind und so weiter. Und hier bin ich gerade so bei den ganzen Gewürzen nochmal angelangt. Guck mal, das ist auch ganz cool. Ich habe gesehen, die haben sogar Salz. Unheimlich krasse Salzsorten, Kräutersalz gibt es. Dann habe ich hier
Himalaya-Ursalz soll auch ganz gut sein, habe ich gehört. Steinsalz. Ja. Also, die Auswahl ist hier riesig an allem, egal was sie hier haben. Ne? Hier ist im Gefrierfach so ein bisschen was drin. Das sind die Fertigprodukte. Und hier haben wir auch ganz viel wieder Gewürze. Die haben hier sogar eine Getreide-Mahlmaschine, nennt man das? Mühle? Mühle, Getreidemühle. Da kann man Körner kaufen einfach, Getreide, und durchmalen. Was? Körner holen. Das ist früh am Morgen hier, ne? Ja. Das funktioniert noch nicht so richtig. Wir wollen jetzt nach Hause. Nicht nach Hause. Keine Körner holen? Nein. Okay. Jetzt geht's einmal ganz kurz nochmal zur Action, weil ich so ein, zwei Sachen haben wollte. Aber hier ist alles brechend voll. Der Parkplatz ist hier richtig voll. Was ist das? Nummernwahl. Hier sind Sachen an meinem Auto, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Keine Ahnung. Jetzt hast du angemacht. Ach so. Aus. Irgendwas ist hier komisch. Was ist das? Das Auto verbindet sich. iPhone von Deco Queen. Deko Queen, mach dein iPhone aus. Also es geht hier irgendwie überhaupt nicht voran, weil hier die Hölle. Ah nee, Laster steht da, wir hätten theoretisch links parken können. Aber guck mal, hier ist alles dicht. Also hier geht irgendwie im Moment gar nichts. Gucken wir gleich mal. Der Laster liefert gerade die Ware wahrscheinlich. Und versperrt da. Schnucki. Stellst du jetzt hier quer einfach? Ich wollte hier so einen Nussknacker mitnehmen, so ein in Natur gibt's hier nicht. Okay. Dann. Gucken wir mal woanders. Nach 2 Minuten im Laden sind wir schon wieder raus. Das, was ich wollte, haben die hier nicht. Deswegen fahren wir mal nach Mettenhof, weil da immer so an Deko relativ alles gut da ist. Weil da, glaube ich, nicht so viel gekauft wird. Wobei, mal gucken. Vielleicht haben die es da auch nicht mehr. Ich wollte einen Nussknacker haben und so 2 kleine Holzschälchen. Und schon sind wir gleich bei dem anderen Action, bei dem ich eigentlich wirklich lieber bin, weil da immer so, wie gesagt, an Deko eigentlich nicht mangelt. Und da fahren wir jetzt einmal hin. Gucken wir mal. Und die meinte ich, die haben sie. Davon nehme ich 2 Stück mit für 2,55. Bei Amazon sind die wesentlich teurer. Cool, freue ich mich. Guck mal, wie viele es hier sind. Bei dem anderen war alles leer. Ist cool. Jetzt wollte ich nochmal ein paar von den Holzschüsselchen haben. Mein Schnucki findet das so toll hier mit solchen Schneekugeln, ne? Er will ein Dorf haben. Ja, eine Schneekugel mit Dorf drin, das ist doch mal was Tolles, oder? Ja. Ich nehme nochmal von solchen Schälchen was mit für 99 Cent. Ich wollte dann draus was basteln, dafür brauche ich 6. Und eigentlich wollte ich so eine Holzschüssel haben, aber das gefällt mir hier nicht. Ich brauchte 2 davon. Ist nicht so geil. Ich suche noch eine Sache, aber die haben sie hier nicht. Da habe ich gerade gesehen, die haben hier solche Körbe. Kosten sie echt 29 Euro? Das sind das hier. Ja, klappbar, stetisch. Ach so. Ja, 6 Euro. Meine Tannen, die ich da reinstecken will. Ich finde es nicht. Ist hier nicht, oder? Warte. Und 2,95 für so eine Schüssel. Wenn wir hier sind, wollten wir wieder unseren Joghurt hier mitnehmen, obwohl wir selber Joghurt machen eigentlich. Ne? Aber der ist so lecker. Für 2,39 oder so. Ja. Nehmen wir es mal mit, 2 Stück. So ein geiles Brot mitgenommen. Mein Schnucki hat Käse mitgenommen. 2 fette Dinger hier. Einmal da, einmal da. Und Hähnchengewürz. Ist auch super lecker. Ach, und dann sind wir noch für Ash. Ganz viele. Komm
der Einkauf ist jetzt im Kofferraum. Wir haben jetzt doch ordentlich wieder was geholt, obwohl wir es eigentlich gar nicht so vorhatten. Aber ich muss an Gemüse zum Beispiel und Kräutern oder beziehungsweise doch Kräuter kann man irgendwie so nichts verkehrt machen. Und das hatte sie irgendwie was genannt. Wie heißt es nochmal? Habe ich vergessen. Kann man ganz normaler Salat mit wieder raspeln, sagst du, oder normales Gemüse essen? Ich vermute mal fast so ähnlich wie eine Rübe oder Mairübe, Kohlrabi. Mal gucken. Wir probieren das mal aus. Und dann gab es nochmal ein Kilo von diesen Mini-Gurken, weil Max liebt die Dinger. Genau. Alles andere ist hier. Und auch das leckere Brot hat auch schon jemand geknabbert, ja. Der da. Max, habe ich gerade seine Gurken gegeben. Na Leon, wie geht's? Und jetzt jagt der Leon natürlich hier mit dieser Tüte. Wieso bettest du mich denn an? Da. Lauf, Leo, lauf. Ja, die Kinder wollen wieder kurz irgendwie weg, ne? Ja. Schaut auch niemand an. Ja, ja, ist okay. Wir bleiben hier. Was ist los? Wir müssen deine Freundin. Du? Wo ist deine Freundin? Wo ist Nala? Wo ist Nala? Ist weg. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen hier in der Küche Klarschiff zu machen. Und zwar habe ich den Kühlschrank wieder mal aufgeräumt. Also wieder einmal ausgewischt, weil das... Wie gesagt, man steckt rein und rein und rein und denkst irgendwann mal so, okay, irgendwann müsste es mal wieder ein bisschen ordentlich gemacht werden. Und habe ich jetzt sortiert. Sieht im Grunde jetzt so aus. Auch nicht so voll. Also wir haben ein paar Joghurt halt geholt. Genau, diesen Käse müssen wir auch als erstes essen. Also ja, jetzt haben wir ganz viel Käse und Joghurt. Und dann habe ich mir gedacht, das hier. Übrigens, ich habe mir da nichts dabei gedacht. Ich wollte euch nochmal zeigen, das haben wir jetzt bei diesem türkischen Stand geholt in Möttenhof. Dill und Petersilie im Bund. Und dann gab es hier nochmal so Spinat, guck mal. Das kann man auch als Salat essen. Riesengroß die Blätter. Sieht auch ganz frisch aus. Und solche Paprika sind nicht scharf, sagte sie. Die anderen waren scharf, die sie da hatte. Das hier kann man auch in Salat schnippeln einfach. Die Kinder sind wieder da, lösen uns jetzt quasi ab, nehmen Leo wieder zurück. Und mein Schwieger und ich machen aber ganz kurz Mittag schon mal. Die Hexe ist an. Wir haben sogar den Trockner an mit Solarstrom. Mal gucken, wie lange das hält. Ich habe nämlich Wäsche gewaschen. Und jetzt möchte ich ganz gerne diese Schalen hier mit Leinöl einreiben. Ich habe mal gesehen, dass es funktioniert. Also, bin gespannt. Was denn? Der Jung. Hm? Ah. Wo ist der Jung? Welcher Jung? Er schaut euch jetzt erst Schluss. Er jetzt kommt Schluss. Ja, ja. 7 Stunden. Ja, ja. Er hat 7 Stunden heute. Also jetzt Schluss, kommt dann so in 1 Stunde. Oder so, ja, ich denke auch. Leute, Max kommt mit einer riesen Überraschung jetzt. Er weiß nichts davon, oder? Nein, nein. Also die waren gerade einen Short aufnehmen, haben bestellt, was der Kunde vor dem bestellt hat. Und hier ist Fleisch. Hier ist sehr viel, was wir, hier ist zu viel für uns. Das ist doch nicht mal alles. Was? 2 Cheeseburger. Hat 6, er noch mehr bestellt? 6, ja, 30 Euro haben wir knapp ausgegeben. Echt? Ja. Also hier ist alles mit Fleisch. Also noch 2 Apfeltaschen. Willst du eine? Ja, nee. Apfeltasche nehme ich sonst. Ja? Ja. Schicken, da wird sich jemand freuen gleich. So, Max hat noch mehr angeschrieben. Oh, crispy. Was ist das? Der sieht echt wild aus, ne? Also sieht echt geil aus, sag ich ehrlich. Ja, ja. Cheeseburger, und? Cheeseburger, ja, Pizzataschen. Pizzataschen. Oh, so klein. Ja, wie süß. Also die ist neu wohl gar nicht doof, ne? Ja. Sonst hatten wir doch von Ikea auch mal diese... Die schmecken fast genauso. Ah, okay. Nur kleiner. Krass. Probier mal. Was ist da drin? Käse. Nur Käse und Tomatensauce Tomate, wahrscheinlich. Ja. Krass. Naja, da wird sich dein Bruder gleich freuen. Oh, krass. Heftig. Hier macht jemand Theater, weil er was Geiles bekommen hat von den Kindern. Ja, meinst du, bis Bällen ändert sich das? Christi hat was reingespielt. Frischkäse und so Hähnchenstreifen. Ah ja, okay. Und jetzt weiß er nicht, was er damit machen soll. Leo, leck das doch ab. Kannst du schon mit Lecken anfangen? Guck mal, das ist lecker, hol das raus. Was ist das denn für eine coole Rolle? Ja, sag mal, ich kenne das nicht, ne? Das sieht lustig aus. Hol das raus. Genau, erstmal ablecken. Ja, hol das raus. Da, hol raus. Leck ab. Bin gespannt, ob das rausbekommt. Die Kinder wollen jetzt bestimmt hier. Willst du einen Burger reinbeißen, Max? Nee, weiß nicht. Ja, okay. Wie heißt denn der überhaupt? McCrispy. Ah, okay. Oh, sieht echt geil aus. Ja. Yeah.
Herr Schuster? Ja. Komm mal her. Er hat dir was mitgebracht. Obwohl ich viel schneller als Koch da bin. Krass, ne? Cool. Was sagst du? Ist gut. Herr Pelmini auch? Du kannst reinhauen. Achso. Ich hab wohl. Ja, aber warum? Was ist da drauf? Hot Chip. Der ist bestimmt mega. Bei uns Spaß, Hot Chip jetzt wahrscheinlich. Nein, ich hab nur Short aufgenommen. Ich würde ihm nicht vertrauen. Ehrlich nicht, ehrlich. Wir haben nur geholt, was die Person vor uns hatte. So. Nein, wirklich. Und da war sehr viel. Max wollte schon da reinbeißen, weil das so ein Chicken mit Crispy ist. Wer auch immer vor uns das war, ich habe eine Großbestellung gemacht. Drei Pizzataschen? Da ist noch eine drin. Was ist das? Das ist neu. Kennst du die? Das ist, die schmecken wie bei Ikea, egal. Die schmecken wie bei Ikea, diese Panzerotti-Dinger. Kennst du die? Und schmeckt's? Aber es ist halt mit Tomate und Mozzarella wahrscheinlich drin. Ja, ich denke auch. Okay, ist so ein kleiner Snack, ist lecker. Nee, ich hab gleich. Wir waren heute beim türkischen Laden. Ich hab dir die Sonnenblumenkerne gekauft. Gut. Ja. Und ist schon scharf? Nee, dann bin ich alles gut. Ich wollte euch mal ganz kurz was zeigen. Ich hatte gestern bei Instagram eine Story gemacht, wo ich mir meine Locken gemacht habe, beziehungsweise ich habe euch die Locken gezeigt. Das waren lustige Reaktionen von euch, also vielen gefiel das. Also mir persönlich gefiel es nicht so gut. Und dann einige haben gefragt, womit ich es gemacht habe. Ich hatte mir bei Amazon was bestellt, das ist so ein Lockenstab. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussieht. Auf jeden Fall, die Locken waren unheimlich schnell zu machen und auch total simpel, wirklich. Also man musste quasi nur so ein bisschen aufdrehen auf diesen Aufsatz. Ein paar Sekunden wirklich halten und bam, waren die Locken da. Und hielten auch relativ gut, weil das Wetter halt bei uns aber ein bisschen feucht war, waren die heraus. Und heute habe ich quasi noch so ein bisschen Rest davon. Ich habe nichts gemacht mit den Haaren seit gestern. War sehr amüsant. Also wenn man irgendwie überlegt, Dauerwelle sich machen zu lassen, würde ich dann vorher wahrscheinlich erstmal mit sowas probieren, um zu gucken, okay, klappt's oder klappt's nicht. Aber Dauerwelle ist ja sowieso, würde ich nicht machen. Ash hat ja so einen tierischen Haarausfall danach, deswegen ist ja alles Chemie quasi. Ich würde mal ganz kurz euch mal zeigen, das Gerät. Buh. Na? Eine Wasserpistole? Für wen? Euch. Für uns? Mhm. Nee, wir haben keine. Gar nicht? Nee, ich kann aber eine besorgen, ich muss eh ein bisschen was einkaufen gleich. Echt? Schreib mir das auf der Liste irgendwo drauf. Aber ich kann's einkaufen, aber jetzt. Später. Also höchstens eine Stunde. Da ist schon Dunkel, ne? Da ist schon Dunkel, ja. Wieso muss es im Hellen sein? Nee, ist sowieso nicht so hell draußen. Ach so. Ich zeig euch mal ganz kurz mal meinen Lockenstab. Das ist wohl die Firma. Es sind viele Aufsätze da. Mit dem habe ich mir die Locken gemacht. Max, hast du es eigentlich gestern gesehen oder nicht? Bei Insta? Story habe ich gesehen, ja. Hast du gesehen? Ja. Wie fandest du das? Weiß ich noch nicht. Aber ich fand das... Mir nicht ganz angeguckt tatsächlich, aber... Aber hast du die Locken gesehen? Ja. Also, einer hat mir geschrieben, oh, das macht dich irgendwie voll alt. Viele haben geschrieben, das macht dich voll jung. Also ich persönlich fand es nicht so geil. Also... Oh. Ich hätte es mir genauer angucken sollen. Ja. Toll. Wahrscheinlich hast du nur drauf geklickt und dann wieder weg, ne? Ja, ja. Also, dann war einmal so ein Aufsatz dafür. Ein Handschuh, weil sonst verbrennt man sich die Finger. Und diese, aber die habe ich noch nicht ausprobiert. So ein Aufsatz, so einer, so ein dickerer, wahrscheinlich für größere Locken. Und so einer. Und das stelle ich mir richtig mega vor, das werde ich mit euch mal irgendwann mal ausprobieren. Das geht doch viel zügiger, man klemmt das so ein, so, und hat nachher einfach Wellen, oder? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich meine, gut, das ist natürlich jetzt nicht für jeden Tag gedacht, weil das Ding wahrscheinlich auch die Haare verbrennt. Aber das ist diese Firma hier, gibt es bei Amazon. Und der Koffer sieht dann so aus, guckt mal, so. Ich glaube, 50 Euro habe ich bezahlt, meine ich. Aber ist geil, wirklich. Also, spannend. Ich bin gespannt vor allem, wie Locken mit diesem Aufsatz aussehen. Und mit dem bestimmt größer. Hier hatte ich so ein kleinere Locken halt, ne? So, damit bestimmt größere. Jo. Ist eine coole Sache. Ich bin jetzt kurz bei Rewe und habe ein paar Nüsse mitgenommen. Und zwar Haselnüsse und Erdnüsse, diese hier. Die schmecken sehr gut. Dann habe ich noch ein bisschen mehr auf dem Einkaufszettel. So, ich habe noch ein bisschen was mitgenommen. Und zwar hatten wir kein Frischkäse mehr, Mozzarella, Bacon für Ash. Er isst gerne Spiegelei mit Bacon. Chlorreiniger von Frosch habe ich mitgenommen und die Pilze. Und jetzt geht's zur Kasse. Und schon bin ich zu Hause. Ich würde ganz gerne mit euch wieder ein bisschen was basteln. Und zwar zu Weihnachten. Ich hatte ja heute bei Action die Tannenbäumchen mitgenommen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ihr alles dafür benötigt. Wir brauchen dafür ein paar von diesen Tannenbäumchen. Ich habe jetzt 3 Packungen mitgenommen bei Action. Ein bisschen Zapfen, Lichterkette. Diesmal habe ich jetzt bei Rewe eine gefunden, die ist grün. Finde ich auch ganz cool. Nicht Silber oder Gold, sondern einfach nur grün. Leuchtet auch total schön. Guck mal.
Und bei Teddy gab es so ein Set mit Moos, auch wieder ein paar Zapfen und Sternen. Auf jeden Fall, sowas habe ich mir gedacht. Also, ich würde sagen, achso, und wie ein Tablett. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal los. Unser Tannenwald ist fertig. Ich finde das total schön. Ganz einfach, ganz easy und sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Mein Stücke ist die schon nach Weihnachten. Schneidet das da auch noch ein bisschen? Ja, stimmt. Könnte man auch noch mal da rein draufschmeißen. Das ist doch so ein Spray, oder? Ich habe es auf Trockenschnee. Also einfach Trockenschneeflocken. Könnte ich auch zur Not. Stimmt, könnte man machen. Also aber ich finde es ganz hübsch. Könnte auch irgendwo noch ein kleiner Weihnachtsmann stehen. Ja, ne? Und so ein Engelchen ja, mit so einer Trompete. Sternchen. Ja. Ja. Das wird gelockt. Also, guck mal, die Schalen sehen jetzt so aus. Die habe ich jetzt hier mit dem Leinöl eingeölt und ich finde, das ist viel schöner als vorher. Das kann man übrigens auch mit den Brotbrettern machen, das wollte ich auch nochmal angehen. Genau, die Nussknacker wird jetzt so gestellt und ein paar Nüsschen quasi dahingelegt. So, mein Schnucki macht gleich Joghurt, ne? So wie das aussieht. Ja, ich muss noch 3 Grad warten. Achso, okay. Also die Milch muss jetzt mal so weit abkühlen. Man kann auf diesem winzigen Teil echt nichts erkennen, ne? Also ich kann da nichts erkennen. Nee. Das ist ja fast 50 Grad, da muss man schon länger abkühlen. Ah ja, okay. Na gut. Also gleich wird nochmal Joghurt gemacht. Dann brauchen wir wahrscheinlich auch beide Joghurtmaker, ne? Einmal den und einmal unseren. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich noch den anderen nochmal kaufe. Aus Glas, weil hier haben wir ja Plastik, ne? Ja, dann will kein Plastik haben. PFAS. Oder keine Ahnung, wie das heißt. Ja, das auch. Pulli, so wird so ein irgendwelche. Also irgendwie nichts Cooles. Na gut, angeblich. Also. Genau. Ich habe jetzt alles erledigt. Das ist fertig, was ich vorhatte. Und Tannenbäumchen habe ich jetzt mit euch zusammen gebastelt. Und Leo ist gerade hier, weil die Kinder bei uns gerade einkaufen sind. Jetzt haben die. Er sucht sein Leckerli, aber Max hat ihm jetzt. Erst wollte ich schon sagen. Leo, ich habe unterm Tisch. Vielleicht ist irgendwas runter. Gekommen, weil Max hat es einfach so verteilt. Komm, dann such mal. Ich habe gerade draußen so ein bisschen das Ganze gemütlich gemacht. Das könnt ihr gar nicht so richtig gut sehen, ne? Weil ich mich gerade spiegel. Und zwar, ich habe so ein paar Lämpchen schon mal angemacht, beziehungsweise auch Batterien ausgetauscht. Das sieht so schön gemütlich aus. Draußen ist es allerdings sehr, sehr ungemütlich. Das gießt wie in Strömen, wirklich. Das ist sehr, sehr leer raus. Würdest du raus? Willkommen in den Regen. Auf jeden Fall, guck mal, die Kürbisse.
habe ich noch. Und hier habe ich halt ein bisschen, wie gesagt, Licht angemacht. Ich finde, das sieht immer so schön aus, wenn man einfach rausguckt und halt quasi, ja, ein bisschen schönes Licht sieht. Laterne da oben, hinten habe ich auch angemacht, bei dem Gewächshaus. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ich habe die Tannen nicht geholt, die ich für diese Körbe habe. Die sind hinten an der Garage, die muss ich morgen dann nochmal irgendwie rauspulen. Weil jetzt bei dem Regen habe ich keinen Bock, hinter die Garage zu laufen. Und ansonsten habe ich diese Laternen nochmal rausgeholt, die habe ich bei mir im Gartenhäuschen gehabt. Ein bisschen was, ich habe gedacht gestern so irgendwie was für Laternen. Es muss irgendwas mit Kerzen gemacht werden, weil es dann nämlich gemütlicher ist. So, Leo, wollen wir? Gehst du rein? Schon klitschbatsch nass. Achso, und dann, wisst ihr, was mir auch noch eingefallen ist? Ich hatte ja noch mein Häuschen im Büro stehen die ganze Zeit. Das war dekoriert. Habe ich jetzt aber umdekoriert. Guck mal. Ich habe jetzt einfach da meinen Stern rangehängt. Ich hatte ja drei davon. Stern, ein bisschen Tannenzapfen und ich finde, das sieht nett aus, oder? Auch mal ganz cool. So, Leo will irgendwas. Du willst irgendwas, oder Leo? Was möchtest du denn? Da sind Adrians Nüsse und da saß er gerade eben davor, wahrscheinlich, weil er die auch riecht. Diese hier, die sind super lecker übrigens. Das sind nicht kennen, diese hier von Maryland, die Nüsse sind, ja, lecker, wirklich. Ne? Und du willst die bestimmt haben. Also Max hat uns schon wieder gequält jetzt. Hier! Er macht immer diese Wasserpistole und sagt, wie gut kennst du mich? Und dann stellt er immer Fragen. Max, hör auf, ich wurde gerade nass. Wie viel Uhr wurde ich geboren? Das musst du wissen. Um 22:03 Uhr ungefähr. Nein? Irgendwie so. Wie heißt mein Auto genau? Mercedes. Mercedes Hybrid. Oh, guck mal, zieh zur Seite. Irgendein. Zur Seite? Nein, irgendein Mercedes. Lass das. Ah, C-Klasse. CLA 250. CLA, das war ja CLA. Was? CLA 250E. Ist alles nass? Das ist ein Frechdachs. Ich ist alles nass. Warum ist denn alles nass? Weil du das nass, mich gerade nass gespritzt hattest. Verstehe ich. Und Papa nicht. Auch. Also, Abendbrot ist hier bei uns fertig. Max, geh's einfach nach oben. Ciao. Werde ich hier rausgeschmissen? Ja. So, hier ist Abendbrot schon mal soweit vorbereitet. Für meinen Schnuck gibt es hier so einen Teller mit Gemüse, ein bisschen Fleisch, Eier. Mozzarella und dann einmal diese Rübe, weil das vom türkischen Stand. Die Gurke übrigens von Alnatura schmeckt richtig mega gut, also schmeckt wirklich bio. Und für mich habe ich Haferbrei gekocht wieder, hatte ich vorgestern auch. Ich habe wieder irgendwie so einen Hunger drauf, wisst ihr? Auf jeden Fall einfach Haferflocken mit Milch. Und dazu gibt es einfach gleich ein bisschen vielleicht Obst oder so. Ich gucke gleich mal. Mein Schicki hatte mir gerade eben das hier geholt. Das ist eine Brombeermarmelade, Brombeergelee. Eigentlich wollte ich Mirabelle essen. Hatten wir auch in der Garage, aber das ist jetzt Brombeere. Na gut, also bei uns gibt es gleich Abendbrot. So ihr Lieben, bei uns ist jetzt hier Feierabend. Wir wollen auf die Couch wieder irgendwie was Nettes gucken. Wir haben zwar im Moment keine Serie, aber zwischendurch finden wir dann doch irgendwie einen Film, den wir dann gucken. Und ja, es ist auch schon kurz nach 6. Stockdunkel draußen, total ungemütlich. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Bis dann! Tschüss.